Es gibt Bodenbeläge, die sehen wirklich aus wie Holz und es ist kein Holz mehr. Ja, spätestens seit dem Laminat kennt man das ja, eine Holzoptik, aber die ist mittlerweile so verfeinert, ja, dass man kaum noch erkennen kann, dass es nicht echt ist. Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Wir sprechen heute über Design-Vinylbeläge. Grüß dich, Julia. Hallo. Ja, du hast drei verschiedene in der Hand. Genau, wir haben hier einfach mal gezeigt, die drei gängigsten Ausführungen, die es beim Thema Vinyl gibt. Hier muss man natürlich immer ganz klar abschätzen oder auch mit dem Kunden gemeinsam herausfinden, welche Ausführung ist für welchen Einsatz geplant und dann eben auch am besten geeignet. Und zum einen wäre es hier die sogenannte Blanke, also die Klebefliese, die direkt mit dem Untergrund verklebt wird. Alternativ die Klick-Variante, die hier auch versehen ist mit der Nut und Feder, beziehungsweise mit den Klickverbindungen und die eben dann zum schwimmenden Verlegen geeignet sind. Allerdings auch hier nur für trockene Wohnbereiche. Wenn das Ganze dann schon auch in den Feuchtraum gehen soll oder eben auch ja, einfach in Räume, bei denen vielleicht Feuchtigkeit mal ein Thema sein könnte, und dazu zählt beispielsweise auch schon Keller oder Flur, dann gibt es noch eine relativ neue Ausführung, das ist das sogenannte Rigid. Das ist ein Träger aus Zementmehl-Kreidegemisch und hat eben den ganz besonderen Vorteil, dass er sehr, sehr formstabil und feuchtigkeitsresistent ist. Und auch von der Aufbauhöhe sehen Sie hier auch im Querschnitt, können wir hier natürlich auch entsprechend der Aufbauhöhe, die gebraucht wird oder die wir eben einfach hier gezielt brauchen, entsprechend auch anpassen können, neben den Haupteigenschaften natürlich. In welchen guten Bereichen kann man denn sowas verwenden? Zum Beispiel, also Aufbauhöhe ist ja ein großes Thema, Feuchtigkeit ist ein Thema, Bad, ist das zum Beispiel geeignet? Ganz klar, also beim Badezimmer sagt auch jeder Lieferant, der sich hier mit an Vinyl rantraut, sagt ganz klar, die allerbeste Variante ist die Klebevariante. Ja. Das heißt, hier bekommt man oder ist dann hiermit auch gewährleistet, eine hundertprozentige Dichtigkeit herzustellen. Wenn da natürlich jetzt keine Möglichkeit besteht, kann man durchaus auf das Rigid beispielsweise zurückgreifen. Kleben heißt, ist es nicht selbstklebend? Nein, nicht selbstklebend. Das wird tatsächlich dann über einen speziellen Kleber dann auch direkt auf den Estrich oder eben den vorhandenen Untergrund mit einer Zahnspachtel aufgetragen. Und diese Klebeplanken werden dann ins nasse oder ja, ins feuchte Klebebett dann eingedrückt und angewalzt. Ja, im Prinzip eine Sache für einen Fachmann, oder? Also bei der Klebevariante ist es tatsächlich so, dass nicht jeder Heimwerker sich rantraut. Durchaus können wir hier aber auch die Möglichkeit geben, einen Handwerker an die Hand zu geben. Ihr habt eine ganz große Wand, da sind Handwerker drauf, die könnt ihr auch empfehlen. Genau. Ja, am besten kann sich der Kunde denn da hinwenden. Ja, wenn ich jetzt mehr Interesse habe, das waren jetzt erstmal die drei verschiedenen Typen, die sind so täuschend echt. Da werden wir uns aber nochmal in einem weiteren Video drüber unterhalten, welche Muster gibt es, was ist im Moment geläufig. Wenn ich jetzt Interesse habe und möchte mehr Informationen haben, ja, Leinweber gibt es nicht nur in Fulda, sondern an weiteren Standorten. Die Öffnungszeiten bei euch? Wir sind hier täglich von 7 bis 18 Uhr unter der Woche und Samstag dann von 7.30 Uhr bzw. im Sommer sogar 7 Uhr bis 13 Uhr. Ja, vielen Dank, Julia. Danke. Aus Osthessen kommen die tollsten Ideen. Wir stehen hier in einer kleinen Gemeinde mitten in Osthessen und hier neben dran ist der Sebastian Leinweber. Er hat nämlich was erfunden aus einer Bierlaune raus. Es ist nämlich die Baustoffbox und von denen gibt es mittlerweile 15 Stück in Osthessen. Das Ganze ist schon mal videoüberwacht. Ja, wie es en Detail funktioniert, steht hier oben auf der Webseite baustoffbox24.de. Sie ist 24 Stunden geöffnet und was ganz wichtig ist, sie wird zweimal am Tag sogar beschickt. Also ich kann was bestellen bei Ihnen, zum Beispiel am Telefon, das wird hier hingeliefert, kostenlos. Richtig, genau. Das ist das Konzept, einfach, schnell und kostenlos Baustoffe liefern. Der Kunde hat die Möglichkeit, zweimal am Tag zu bestellen bei uns, entweder per Telefon über unsere Hotline oder über unsere Homepage bzw. unseren Online-Shop. Der Kunde bekommt von uns einen Lieferschein zugeschickt per E-Mail. Wenn das gemacht ist, dann kann der Kunde sicher sein, dass er seine Ware bekommt. Dann ist bei uns eine Verfügbarkeit gewährleistet und die letzten vier Ziffern der Lieferscheinnummer ist der Zugang in die Box. So, gibt es fünf verschiedene Plätze, das findet man aber auch, sogar einen sechsten Platz ganz oben, da könnten zum Beispiel lange Sachen sein. Es gibt natürlich eine Längenbegrenzung hier, das ist so lang wie die Box ist, oder? Genau, also bis 5 Meter können wir Sachen einlagern hier.
Es gibt sogar einen Hubwagen, der ist nicht zum Mitnehmen, sondern mit dem Hubwagen kann man große Lasten bis eine Tonne ganz hochheben, zum Beispiel direkt auf dem Bulli. Genau, man hat hier die Möglichkeit, schwere Sachen, Baustoffe bis 1,60 Meter Höhe, eine Tonne schwer auf den Bulli oder auf den Anhänger draufzuheben. So, der Vorteil ist, ich kann bestellen bis abends 19 Uhr und kriege es dann abholbereit ab 4 Uhr morgens schon. Das heißt, ich kann, bevor es zur Baustelle losgeht, kann ich eine wilde Bestellung absetzen bis um 7 Uhr abends und dann ist das wirklich hier drin. Genau, das läuft über Nacht bei uns, die Logistik. Letztendlich steht dann ein großes Logistikkonzept auch dahinter. Das hört sich jetzt relativ einfach an, aber wir gewährleisten über Nacht, dass der Kunde seine Produkte bekommt und den nächsten Morgen, dass es keinen Verzug an den Baustellen gibt, dass der nächste Morgen der Kunde seine Baustoffe hier abholen kann.